Hey, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Heavy Rain mit Mai. und Blue. Und sie war gerade total verwirrt. Ein bisschen. Was ich ist hier das mache. nicht immer ein bisschen? Ja, ein bisschen. Oh, ich musste gerade schon wieder überlegen, wie man eigentlich läuft. Ja. Ich spiele nämlich wieder und ja. Wir haben seit einer guten Woche nicht mehr gespielt. Unglaublich, wie schnell man alles vergessen Ja. kann. Wenigstens nicht so lang wie letztes Mal. Oh, hi. Lauren? I'm sorry, Scott. Huh? You should have listened to me, Mr. Shelby. Hä? Was? I told you Wieso? to drop the investigation. Your son is a serial killer. How many people does he have to kill before you turn him in? Gordy has his faults, but he's still my son. You have no children, Mr. Shelby. You can't possibly understand. Was? You leave me no choice. Your investigation is over. For good. Nur für immer, Junge. Ja, klar. Wieso? Warum jetzt auf einmal? Ich meine, der muss ja seinen Sohn selber für den Mörder halten, ne? Oh, oh shit. Ich habe das Gefühl, das wird jetzt ein bisschen viel ernst. Spaß. Lauren, no. Oh Gott. Oh, okay. Das krieg ich hin. Das krieg ich schon irgendwie hin. Das ist eine gute Einstellung. Ja. Ah, verdammt. Ich würde sagen, Lauren, das wird nicht viel bringen. Lauren, nee, wahrscheinlich nicht. Lauren. Aber was bringt mir denn gerade? Da ja Warum ist gerade das gefailt? Hm? Oh, oh, oh. Ah, verdammt. Was bringt mir das? Mit den Scherben kannst du es dann durchschneiden? Okay, was bringt Oder mir das? Das Licht einschalten? R1, was war R1? Oh Keine Gott. Fische anfährst. Ich habe gerade kurz vergessen, was R1 war. Oh, ich muss gedrückt halten. Oh, verdammt. Unter Druck sind wir immer am besten, ne? Ja, da arbeiten wir gut. Nein! Du schaffst das schon. Ah, ich soll das drücken. Okay. Oh Gott, ja, es setzt mich unter Druck. So, jetzt musst du Lauren noch irgendwie raus. Ja, irgendwie schon, ne? Aber oh Gott. Ich glaube, das wird's nicht bringen. Oh, ich habe das Falsche getan, bestimmt. R1. Ich bin überfordert. Ich weiß nicht, was er machen will mit R1. Das ist das, was mich gerade so. Okay, das wollte ich nicht machen, glaube ich. Weil da ist immer noch Lauren. Und sie ist immer noch dran gefesselt. Ich habe den Verdacht, ich kill sie gerade. Ja, ich habe sie gerade gekillt. Ja, gut. Das hätte man mir auch vorher sagen können. Danke, Spiel. Weg dich, Spiel. Nein. Oh. Tauch runter. Nein. Ach, nö. Aber auch. Also, das war. Ich hab gedacht, der will die damit befreien oder sowas. Ja, man weiß ja vorher nie, was die Knöpfe eigentlich von einem wollen. Das ist so mies. Wir sind ja ein bisschen auf Kriegsfuß mit Knöpfen heute. Lass mal gucken, ob die Uhr auch stimmt. Ja. Oh, jetzt so ist er böse, hat er noch nie ausgesehen. War schon interessant, wie es gerade nachrendern musste. Oh, das sieht spaßig aus. Oh, ich glaube. Oh, ja, jetzt gibt er Gas. Oh, aber ich glaube, ich will gar nicht wissen, was er vorhat. Ich kann sich jetzt lachen. Ein rasender Schild kommt. Ja, aber ist das die richtige Lösung? Oh, ja, schön. Knarre. Er macht jetzt ernst. Oh. Sehr ernst. Was zur Hölle ist Was hatte der Typ damit zu tun? Was ist bitte mit ihm los? Man kann es auch ein klein bisschen übertreiben. Oh, warum knall ich die ab? Ach ja,
weil sie mich sonst abknallen. Oh Mann, ich fühle mich gerade echt wie so ein Massenmörder. Ja, du killst ja auch gerade Massenmörder. Shit, der hat mich gefällt. Oh. Aber ich drücke die Knöpfe auch gerade echt automatisch. Schieß mal. Nicht so wie sonst, einfach so in Panik überlegen, wo welcher Knopf ist, sondern einfach drück. Drück. Einfach, wahrscheinlich geht ihnen das leider gerade genauso automatisch von der Hand wie mir. Oh Gott, was ist bloß mit ihm los? Er kann aber echt gut schießen. Ja, aber das ist nicht Shelby. Oder vielleicht ist das doch. Das gefällt mir nicht. Stay back! Don't come near me, or I'll shoot! Fucking asshole. Please, don't hurt me. So viel dazu. Don't hurt me. Tja, jetzt kriecht er da wie ein Insekt am Boden. Bastard! Lauren is dead! You fucking killed her! Stop! Stop! I beg you! Ich weiß ja nicht. Ich glaube, wenn das Spiel ihm gerade nicht so die Wahl lässt. Your idiot son killed all those kids, didn't he? He's the origami killer. No, no, he's innocent. He's not a killer. Not a killer. Was bedeutet was? Keine Ahnung, aber ich finde, noch mehr Tracht Prügel hat der Typ auf jeden Fall verdient. Und was ist welche Richtung? Nimm rechts. Ich krieg gerade beides nicht hin. Dann schüttel einfach in beide Richtungen und mal gucken. Ah gut, ich hab aus Versehen links genommen. Okay. You're a fucking liar. Now tell me the truth. No! No, please! Don't hurt me! Last chance. I don't know. I swear. I don't know anything. Oh Gott. Stop, stop. I beg you. I'll tell you. I'll tell you everything. Ich will ihn nicht würgen. Tja, Gordy. Gordy always wanted his fun, you know. He wanted to be like the origami killer. Ach, weil das ja so spaßig ist. He kidnapped that kid. He held him under the water for a little too long. It was an accident. An unfortunate accident. He just wanted to play. He told me everything. He was crying. He was so sorry for what had happened. Komisch, dass ich ihn nicht so einschätze. Gordy is my son. Er kennt seinen Sohn natürlich besser als wir, ne? No one will miss him. What? Er hat gesagt, that boy, Gordy killed. No one will miss him. Man kann nicht sein, erzählt nicht. The street trash, like so many others. Oh Mann, das hätte ich sagen. You disgusting pile of shit. And what about John Shepard? Why did you put flowers on his grave? I own the construction site where he was died. Was habe ich gesagt? I never forgot. I've been putting flowers on his grave for 30 years. So irgendwie süß. Was steht da? Sven. John had a twin brother. What happened to him? I don't know. He was adopted, I think. His mother. His mother should know. Her name is Anne. Anne Shepard. Die gibt's noch. Ich meine, that girl, Lauren. Die denkt keiner. She was just a whore. You'll forget her in no time. Ja. Come and work for me, Shelby. I'll pay you well. Dann wird sie echt unbeliebt. You can have all the girls you want. Das stimmt. But never say her name again. You hear me? Never. So ein typisch ängstlicher Mensch, ne? Der einfach um sich beißt. My heart! My heart!
Was für eine Ironie. I need my pills. In that drawer. There. Oh Gott, ey, ich und meine Prinzipien. Oh, das ist echt zu gut für diese Welt. Oh ja. Ich weiß auch nicht. Ich finde, der soll lieber so in der Hölle landen und verrecken, als jetzt, wenn ich dabei bin. Da kann ich ja noch mal Herz infarkt kriegen. Obwohl er es eigentlich nicht verdient hat. I already regret it. Ja. Ja, warum hat er die armen Bodyguards da alle erschossen und den Typen lässt er am Leben? Da hat er jetzt die Energie dran gelassen. Klasse. Die haben echt einfach nur ihre Arbeit getan. Okay, ich habe ihn unrealistisch gespielt, möglicherweise, aber ja. Ach ja. Den Putz wird dann wieder bei dir gehauen. Gutherzig. Ja, die Trophäe hast du. Ja. Oh, es ist Freitag, 9:07 Uhr. Schon der nächste Tag. Was macht sie hier? Sind wir hier vielleicht in einem Altersheim? Hello, I'm looking for Anne Shepherd's room. Please sign the visitor's book. Ach ja, für mich sieht es aber trotzdem eher wie ein Krankenhaus aus. Are you a member of the family? Yeah, you could say that. Oh, she'll be pleased to have a visitor. No one ever comes to see her. With the Alzheimer's, she has trouble remembering things, but it'll still please her, you know. It's room 19 at the end of the corridor. Thank you. Ja, vielleicht ist das aber in Amerika auch so mit den Altersheimen oder die Alzheimerheime, wer weiß, ne? Hallo du, red mal mit mir. Wie? Bin zu assi, ich kann nicht mit ihr reden. Voll unfreundlich. Kann ich was trinken? Ach komm, ich kann gerade einfach mal stumpf rumlaufen. Wir den Müller mal erleuchtet genau. Zu stellen. Schau dir die Automaten zumindest anzuschauen. Nein, es muss der Mülleimer sein. Das gibt mir irgendwie zu denken. Ja, irgendwie ist sie gerade ziemlich stumpf reingegangen. Sie hat schon wieder diesen oh, mein Hinterngang drauf. Guck doch mal. Ich glaube, so würde sie auch wegrennen. Ja, aber sie hat voll das Hohlkreuz. Guck mal. Siehst du das? Ich glaube, das sieht nur so aus, weil der Hintern so raussteht. Ja, das ist beim Hohlkreuz für gewöhnlich so. Aber ich glaube, der steht von selber so. Ich glaube, sie hat ein Hohlkreuz. Ich schwöre drauf. Egal. Ist ja auch unwichtig. Kann ich da rein? Nö. Langweilig. Wie öde. Hallo, du. Bist du mit mir? Nein, hoffentlich nicht. Ich hänge fest. Nein! Ja Gott, jetzt geht sie wieder einen Weg. Hey, wo nicht angehen. Hallo. Oh Mimi, red mit mir. Irgendwie mögen mich alle nicht. Ich kann nicht mal mit mir. Du bist laufen. Ja auch ein komischer Mensch, der kreuz und quer durch die Gegend läuft. Ja, ich habe gerade voll Probleme mit den Laufen. Ob die anderen Leute das auch so schwer finden? Okay, wie war die Zimmernummer? Ich wusste, dass du fragst. 19. Aber ich suche auch gerade, ehrlich gesagt, noch die Nummern. Also bis eben habe ich sie gar nicht gesehen. Ich wette, an der 19 bist du gerade vorbeigelaufen. Die 19 müsste ja theoretisch dann das Zimmer gewesen sein, wo ich rein wollte vorhin. Jetzt recht. Ja, da wollte ich doch eben rein, oder nicht? Dachte ich zumindest, dass ich da rein wollte und da nicht rein. Dann wolltest du in die 20. Nein, davor noch, bevor ich zur Omi gegangen bin. Da habe ich nur gesehen, dass du ziellos warst. Hello, Mrs. Shepherd. Zumindest sind wir jetzt im richtigen Zimmer. Is it time for my pills already? No, Mrs. Shepherd, I... They're never on time with my pills. I don't know what they do here. In the other hospital, they were always on time. But here,
My name is Madison Page. I'm a journalist. I'd like to ask you some questions about your son. Hätte ich nicht sagen sollen, dass ich ein Journalist bin. I don't like this hospital. The food isn't very good, you know. Ja, wenn man da alleine ist. Das sieht ja auch wirklich öde aus. Do you remember John? My Johnny. He is a good little boy, you know. Your other son, Mrs. Shepherd, John's twin brother. What was his name? What other son? I have no other son. I never had any children. Sie hatte keine Kinder. Jetzt hat sie vergessen, was sie fragen wollte. Na super. Aber ich will sie noch was fragen. Wieso darf ich nicht? Das kann ja wohl nicht sein. Oh, das Spiel will das jetzt nicht. Habe ich es jetzt verbockt oder wie? You don't seem to get many flowers, Mrs. Shepherd. No, but I love them. My son knows that I love flowers. I know he'll bring me some. No, wäre schön. Wir könnten ihr Blümchen bringen. Ja, aber erst durchsuche ich ihre Schubladen, weil das macht man so, wenn man wohl zu Besuch ist. Das gehört ja wohl zum guten Ton. Are these your children, Mrs. Shepherd? John and his brother? Is that them? They're good little boys. Their father never looked after them. Oh. Always drinking. They didn't have an easy life, you know. Wenn das die Mutter schon sagt. Das ist irgendwie ein bisschen traurig. Obwohl sowas zu verdrängen auch traurig wäre. Sprich mit mir, Omi-Leinchen. Arg. Wieso will sie nicht zu den Schränken gehen? Arg, sie kann auch vor und zurück, aber nicht zur Seite. Na, kannst du mal wieder das Klo angucken? Ich kann mich hinsetzen. Toll. Ja, ich finde, dafür habe ich einen Keks verdient. Kriegst gleich einen. Cool. Oh, was ist das? Did you make these origami figures? My little paper animals. They played with them for hours. I showed my boys how to make them, you know. Mm-hmm. Yes, your boys, Mrs. Shepherd. John and... What was your other son's name again? My other son? I only had one son. Yeah. My little Johnny. Das ist irgendwie voll mies, das sozusagen, oder? Ich meine, obwohl sie hatte ja später nur noch einen Sohn, ne? Oh. Ja, aber den falschen. Nein. Ja, willst du was falsch? Ich will... Geh auf Buch. Bücher sind echt kompliziert. Ja, dieses Blättern immer... Wann erfinden die mal was dafür? Oh. Haben wir den nicht schon mal gesehen? Ich glaube, den mache ich. So und so. Oh, you know how to do these little dogs too. Naja, nein. My children loved origami. I taught them how to do it. John loved the little dogs. He always wanted to call them Max. Max. Max, Max, Max. All Max. Dogs with the same name. I was wasting my time telling him they couldn't all have the same name. Oh, funny. He always wanted his paper dogs Max. It's funny, isn't it? Irgendwie schon, ja. Obwohl eigentlich auch nicht. Ach, ich hole jetzt noch mal die Blumen, würde ich sagen. Was ist da? Was? Oh mein Gott, das ist behindertengerecht. Das ist echt überraschend. Wow. Warum muss sie sich hier angucken, wie... Vor allem so fasziniert, so ist das mein Gesicht? Ja, also ich meine, wenn man morgens so in den Spiegel guckt, ist es ja vielleicht noch normal, aber mitten am Tag? Ich schau mal eben nach dem Blumen. Vielleicht hilft das ja irgendwas. Die müssten da ja noch stehen. Arg. Lauf erstmal. Okay. Das Leben ist schon kompliziert. Ein Fuß nach vorne, ein Fuß nach hinten. Hauptsache, man sieht immer authentisch dabei aus. Warum konnte ich mir eben was über das Gedächtnis denken und jetzt kann ich nicht mehr denken?
Ah. Den Knopf gefunden. Her memory is coming back. Don't stop now. Ja, toll. Just remember. This woman might be the Origami Killer's mother. Ja, geil, ne? Must be some way to get her to remember. Wo sind die Blumen? Da. So. Nur eine? Die ganze? Die geizt aber damit, ne? Vielleicht weil es dreist ist, sie einfach zu nehmen. It take days, if not longer, to find the name of the family that adopted her son. Sean Mars would be dead by then. Ja, das. Wieso geht sie eigentlich davon aus, dass er sterben wird? Does Mrs. Shepherd ever talk about her past? It's not all very clear to her now. Sometimes she'll remember the oddest things, though. I suppose if she sees something that reminds her of her past. Ja gut, das haben wir schon bemerkt. Does she get many visitors? She's been here for 10 years and you're the first. Oh, das ist ziemlich Did she ever mention her sons? Sons? Well, she often mentions John. Ach, wie mies. I think he drowned. Oh. Does she ever talk about her other son? Okay. I didn't know she had another one. I've never heard her mention it. Sometimes, if you show her things, it seems to trigger a memory from her past. You might get it to remember. Thanks for the advice. Konnte sie wohl auch nicht so wirklich mit dem Tod ihres Sohnes umgehen, würde ich sagen. Wenn sie sich da so drauf versteift hat. She said she loved flowers. Ich laufe erstmal dran vorbei. But what kind? Show her things that take her back. So, das müssen wir jetzt definitiv auch nochmal erledigen. What a lovely orchid. My sons love orchids. We used to grow them in the back. When John died, I laid orchids on his grave. I cried when they told me. I'd already lost one of my children. And now they were taking away another one, you understand? The foster family, Mrs. Shepherd. What was the name of the foster family that adopted John's brother? They were really very nice people. I met them, you know. In the beginning, I used to go and see my little boy. And then I got sick and I couldn't go any longer. Perhaps he thought I'd forgotten him. He must have thought I didn't love him anymore. His name, Mrs. Shepherd. What was his name? But I loved him. If you only knew how much I missed him. Please, Anne. His name. What was his name? Come closer. Oh, oh, dieser Blick. Die arme Frau irgendwie, ne? Ich kam gerade richtig die Gänsehaut, wie sie erzählt hat, dass sie ihren Sohn liebt. Aber ja, das war's wohl für heute. Ja, dann machen wir das nächste Mal weiter. Bis dahin. Tschüss. Ciao.